Mit einem aufeinander abgestimmten Maßnahmenpaket zur Positionierung des BSI als attraktiven Arbeitgeber ist es uns nicht nur gelungen, über 200 IT-Fachkräfte zu gewinnen, sondern auch in die bestehende Organisationsstruktur zu integrieren und zu binden. Das ist besonders wichtig, um unsere Rolle als Gestalter der Informationssicherheit in der Digitalisierung wahrzunehmen. Durch das IT-Sicherheitsgesetz und die IT-Sicherheitsstrategie des Bundes sind dem BSI viele neue Aufgaben zugewiesen worden und auch eine neue Rolle, eine zentrale Rolle als nationale Cybersicherheitsbehörde und Gestalter der Informationssicherheit in der Digitalisierung. Wesentlicher Inhalt dieser Kampagne war Storytelling. Das heißt, wir müssen dieser Kampagne ein Gesicht geben. Uns ist es sehr wichtig, dass wir authentisch und realitätsnah den Leuten erzählen, welche Aufgaben im BSI auf sie zukommen. Wir haben Kompetenzmodelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und insbesondere auch nochmal für Führungskräfte entwickelt, die bereits im Auswahlprozess zum Tragen kommen. Wir haben es geschafft, verschiedene Ausbildungsbereiche jetzt zentral zusammenzuführen in einer Kampagne. Man kann es vielleicht mit einem Bild umschreiben. Bisher saßen alle Ausbildungsbereiche im eigenen Ruderboot und haben Nachwuchskräfte geworben. Und jetzt sitzen wir alle gemeinsam in einem Achter und werben mit einer viel höheren Schlagzahl um Nachwuchskräfte und werden dadurch als Arbeitgeber viel besser sichtbar. Und Sie sehen schon in der Gegenüberstellung, dass wir als Arbeitgeber der größte sind in Schleswig-Holstein, während die großen Unternehmen oder auch das Universitätsklinikum bei weitem nicht unsere Gesamtbeschäftigtenzahl erreichen. Daraus ergeben sich jetzt auch schon die Herausforderungen, dass wir sehen müssen, wie können wir durch eine Werbekampagne für den Arbeitgeber Land Schleswig-Holstein diese völlig unterschiedlichen Zielgruppen erreichen. Aber wenn man sozusagen ressortübergreifend das für alle Berufe machen möchte und sich als Arbeitgeber herausstellen möchte und positionieren möchte, wären eigentlich unsere Empfehlungen, in jedem Fall diesen partizipativen Ansatz zu wählen, alle mitzunehmen. Sonst hat man, glaube ich, verloren, wenn man das nicht schafft. Wir haben festgestellt, dass wir einen immer höheren Nachwuchskräftebedarf haben. Deshalb wollen wir uns als attraktiver Arbeitgeber in der Öffentlichkeit darstellen und insbesondere die Vorzüge, die wir zu bieten haben, präsentieren. Eine moderne und agile Gesellschaft erfordert eine ebenso moderne und genauso agile Kommunalverwaltung. Mit Klar haben wir ein Informations- und Steuerungssystem geschaffen, das für all unsere Führungskräfte zur Verfügung steht und ihnen genau die Daten, Zusammenhänge und Entwicklungen anzeigt, die sie genau in diesem Moment zur Entscheidung benötigen. Wir machen ein einheitliches Informationssystem für alle, schneidern das Maß und das haben wir umgesetzt. Aber wir haben es aufgebaut von unten, weil wir gesagt haben, die Fachkenntnis sitzt beim Sachbearbeiter, die sitzt beim Mitarbeiter. So haben wir für jede Hierarchieebene ein Cockpit, ein Informationssystem aufgebaut und schaffen somit allerdings auch eine Mitarbeiterzufriedenheit, die nämlich sagen, okay, ich weiß, warum ich berichte, weil die Daten dort und dorthin fließen.